Wir haben jetzt gerade von der ersten der 10 Plagen gelesen, die Gott dem Pharao schickt, weil dieser das Volk Israel nicht aus seinem Land ziehen lassen will. Ich frage mich da beim Lesen, warum reagiert Gott so? Kann er nicht irgendwas anderes machen, damit der Pharao das Volk ziehen lässt? Ja, irgendwas anderes, wo nicht so viele Menschen drunter leiden müssen. Und dann noch dieser Vers mit der Verstockung des Pharaos oder des Herzens des Pharao. Irgendwie ist das alles echt rätselhaft. Und vielleicht geht es euch so wie mir und es bleiben mehr Fragen nach dem Text offen, als er Antworten gibt. Klar wird jedenfalls, dass der Pharao nicht bereit ist, mit sich reden zu lassen. Und vielleicht auch, weil er noch keine Ahnung hat, mit wem er sich eigentlich anlegt. Und vielleicht auch, weil er seine eigene Macht wirklich heillos überschätzt. Und indem Gott durch Mose und Aaron das Nilwasser jetzt zu Blut werden lässt, ist also komplett verseucht, ja, leiden die Ägypter. Sie haben kein Trinkwasser mehr, sie haben kein sauberes Wasser mehr, mit dem sie kochen, waschen, ihre Kinder ernähren können. Aber es ist nicht nur das Trinkwasser, das den Ägyptern genommen wird, weil der Nil ist wirklich das Symbol für Leben und Fruchtbarkeit in Ägypten. Ohne das Nilwasser gibt es kein Leben. Ägypten ist eine Wüste ohne den Nil. Und der Nil ist außerdem auch eine Gottheit für die Ägypter. Wir lesen vom Pharao, dass er jeden Morgen an den Nil gegangen ist. Aber das hat er nicht getan wie auf so einer Terrasse, um da einfach gemütlich seinen Kaffee zu trinken, sondern er ist zum Nil gegangen, weil der Nil als eine Gottheit verehrt wurde. Und selbst der Pharao, der sich selbst als Gott versteht, geht zum Nil, um dieser Gottheit zu huldigen, sozusagen sie anzubeten. Und der Gott Jahwe, der Gott Israels, der Gott Moses, macht mit dieser ersten Plage eins klar. Er ist mächtiger als die vermeintlichen Gottheiten, Pharao, der vermeintliche Gott Nil. Doch der Pharao verschließt davor seine Augen und will das nicht sehen. Wahrscheinlich ahnt er zu dieser Zeit noch nicht, wie viel Leid seine Einstellung dem ganzen Land Ägypten bringen wird. Und ist es nicht auch ein bisschen verrückt, dass Gott ausgerechnet Mose dazu gebraucht, diese große Geschichte mit seinem Volk zu schreiben? Ein Mann voller Selbstzweifel, ein Mann, der so rausgerissen ist aus seiner Kultur, der keine Heimat hat, der nicht gut reden kann, der bis vor kurzem noch nicht mal wirklich gewusst hat, dass er Hebräer ist und auch nicht gewusst hat, was es bedeutet. Ich lade euch ein, kommt über die Fragen, die wir euch im Sheet vorbereitet haben, noch tiefer ins Gespräch. Was bedeutet es für euch? Und ich wünsche euch viel Spaß beim Austausch.